Ja, vielen Dank, Frau baldwin Philips. Vielen Dank, Herr Barton. Dann starte ich meine Präsentation. Wärmewende besser spät als nie. Sie haben es bereits angekündigt. Einerseits möchte ich Ihnen ein, das Wissen, den aktuellen Stand über die Wärmewende präsentieren. Hier sehen Sie eine Auswahl von verschiedenen Präsentationen, die wir am Wuppertal-Institut gemacht haben in den vergangenen Jahren. Ich werde auf den skandinavischen Weg kurz eingehen, der äh, durchaus, auf, durchaus als Vorbild dienen kann. Und ich werde ähm, aus eigenen Erfahrungen noch Praxisbeispiel eines reinen Mittelhauses, Nullenergiehauses äh, Ihnen etwas äh, berichten können. Hier sehen Sie die Aktivitäten aus den vergangenen Jahren, zum Beispiel eine Studie Heizen ohne Öl und Gas bis 2035, die wir im März 2022. Im Auftrag von Greenpeace abgeschlossen haben. Das kam pünktlich sozusagen zur Ukraine-Krise, zum äh, Krieg, zum Einmarsch der äh, Russlands in die Ukraine, äh, wo dann natürlich nochmal dringend äh, der, äh, der Ausstieg aus den fossilen äh, Rohstoffen äh, wichtig wurde. Eine weitere Studie liegt schon etwas länger zurück, Fridays for Future, haben wir im Oktober 2020 abgeschlossen. Da haben wir geschaut, welche Eckpunkte eines deutschen Beitrages zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze erforderlich wären. Und das schauen wir uns nochmal kurz an. Wir haben also in dieser Studie geschaut, oder wir haben das globale CO2-Restbudget, was noch in der Atmosphäre entlassen werden darf, auf Deutschland heruntergebrochen und haben gesagt, wie wäre es klimagerecht, also wenn jeder Erdenbürger das gleiche Budget erhalten würde und somit auch Deutschland. Äh, den gleichen Anteile emittieren dürfte, dann wären für Deutschland noch 4,2 Milliarden Tonnen CO2, äh, die in die Atmosphäre entlassen werden dürfen. Und wenn diese Emissionen nicht runtergehen würden, das würde diese, dieses äh, Rechteck andeuten in der Grafik, dann dürften wir bis 2027 emittieren und danach quasi nichts mehr. Das ist natürlich unrealistisch. Wenn es uns gelungen wäre oder wenn es uns gelingen würde, linear die Emissionen zu reduzieren, dann dürften wir mit diesem Budget bis in das Jahr 2032 CO2 emittieren. Und nur wenn es uns gelingt, überproportional am Anfang die Emissionen zu senken, dann dürften wir noch einen weiteren Korridor bis 2035 aus Klimagerechtigkeitsgründen ähm, emittieren. Das heißt also, wir, je mehr Klimaschutz, je früher Klimaschutz wir machen, desto länger. Dürfen wir eigentlich dann noch äh, CO2 emittieren? Schauen wir uns mal an, was die Ziele der Bundesregierung da demgegenüber dem erreichen wollen. Das sind schon die nachgeschärften Ziele aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Und die Regierung hat gesagt, äh, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll, mit einem Zwischenziel von minus 65 Prozent bis 2030. Und das würde bedeuten, dass hier noch ein Budget von 8,1 Milliarden Tonnen emittiert würde. Das ist also fast das Doppelte, was uns nach, aus Klimagerechtigkeitsgründen äh, global zustehen würde. Wir sehen also, äh, dass wir eigentlich nicht zu viel Klimaschutz machen können, sondern wirklich alle Register ziehen müssen, um dahin zu kommen. Und letztendlich ist es auch noch nicht gesagt, dass wir diese Ziele erreichen. Im Gegenteil, im Gebäudesektor, aber insbesondere im Verkehrssektor, sind wir überhaupt nicht auf der Spur. Hier mal der Blick in die Sektoren. Wir haben also die fünf Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Und der Gebäudesektor hat einen Emissionsanteil an Treibhausgasemissionen, CO2-Äquivalente sind das, von rund 15 Prozent. 15 Prozent. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man sich anschaut, dass diese 15 Prozent, das ist hier nochmal eine Statistik für 2020, nur ungefähr dem äh, dementsprechend, was vor Ort eben in Gas in Form von Gas und Öl verbrannt wird und dem Gebäudesektor letztendlich zugeschlagen wird, dazu kommen aber noch die indirekten Emissionen eben aus dem Bezug von Strom und Fernwärme die aber im Energiesektor bilanziert werden. Da kommen also noch mal rund 120 Millionen Tonnen dazu. Und wenn man dann noch die, die sogenannten grauen Emissionen darauf rechnet, das sind also die Emissionen, die durch, durch den Neubau, aber auch durch die Sanierung entstehen, dann kommen wir auf in der Summe etwa 300 Millionen Tonnen. Und das heißt, wir haben äh, einen Anteil von bis zu 40 Prozent der nationalen Emissionen, die eigentlich dem Gebäudesektor zuzurechnen sind. Darüber hinaus, äh, neben den Emissionen, ist der Gebäudesektor für etwa ein Drittel des deutschen Endenergiebedarfs verantwortlich. Wenn Sie das Thema graue Emissionen interessiert, dann kann ich auf den Dreisat Nano-Artikel Sanieren statt Abreißen verweisen. Das ist da interessant behandelt worden. Was sind nun die Säulen zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors? Es ist letztendlich das Zusammenspiel aus Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Suffizienz fragt danach, wie viel Wohnfläche ist genug. Effizienz, wie energieeffizient müssen die Gebäude und Heizungstechnologien sein. Und Konsistenz fragt danach, mit welchen Energieträgern und Technologien die Gebäude beheizt werden müssen. Kommen wir zu der ersten Säule, der Suffizienz. Da haben wir es zu tun mit einem Wettstreit zwischen Energieeffizienz und Wohnraumbedarf. Wir sehen also hier in der Grafik die einerseits die rote Kurve, die Anzeigt, dass der Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche zwar in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesunken ist. Das sind die Effizienzerfolge, die wir aufweisen. Aber auf der anderen Seite sind eben die Wohnflächenbedarfe pro Kopf ständig angestiegen. Und dieser Anstieg, wir sehen es also seit den 1960er Jahren, ist der Pro-Kopf-Bedarf von etwa 25 auf fast 50 Quadratmeter pro pro Kopf angestiegen, der frisst letztendlich dann die Gesamterfolge auf. Das ist die schwarze Kurve der, Raumenergie, der Raumwärmebedarf pro Kopf. Es gibt aber auch Überlegungen, wie man diese äh, zunehmenden Raumwärmebedarf, äh, diese zunehmende Flächenbedarfe stoppen kann. Am Wuppertal-Institut gibt es dazu Projekte, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel die Idee, dass man älteren Menschen in großen Häusern mit 200 Quadratmetern und mehr auf kommunaler Ebene ansprechende Angebote macht zur Verkleinerung des Wohnraumes barrierearmes Wohnen, sodass das dann attraktiv ist, da auch umzuziehen und dann, dass dann neue äh, oder dass dann Wohnflächen für Familien frei wird, die den Wohnbedarf dringend erforderlich brauchen. Hier haben wir die Effizienz als zweite. Als zweite äh, Säule der Dekarbonisierung, wie energieeffizient müssen die Gebäude sein? Ähm, da haben wir zum einen die gewaltigen Energieeffizienzpotenziale, die noch liegen, hier mal dargestellt, die, die primären Bedarfe für Gebäude ähm, vom Bestand über die verschiedenen Wärmeschutzverordnungen und Energieeinsparverordnungen hier zu sehen, wie es immer weiter runtergeht bis hin zum kfw 40 haus und dem Passivhaus. Und wir sehen also, dass die, der Neubau oder die Modernisierung nach, nach Energieeinsparverordnung bis 2008 gegenüber dem Altbau etwa 70 Prozent Energie spart. Darüber hinaus, das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, ist es möglich, wenn man sich den Goldstandard, die Passivhäuser anschaut, da den Energiebedarf weit um weitere 80 Prozent etwa zu senken. Das ist nochmal hier historisch aufgetragen, die verschiedenen Wärmeschutzverordnungen und Energieeinsparverordnungen. Und was wir sehen, ist, dass die Baupraxis immer darunter gelegen hat. Und noch interessanter ist das, was die Forschung schon geleistet hat. Hier sind also Demonstrationsvorhaben realisiert worden, die beispielsweise in den 1990er Jahren schon Passivhäuser Häuser ermöglicht haben, die nur einen Energiebedarf von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr haben. Wenn man sich das anschaut kurz drauf, dann wurden die ersten null -Energie -Energie realisiert, die mittels PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen dann eine netto null haben. Und ein solches Haus haben wir letztendlich im Jahr 2008, 2009 realisiert. Das heißt rund zwölf Jahre danach, nachdem das erste Demo, die ersten Demoprojekte realisiert wurden. Und das heißt im Vergleich zu dem der damaligen Energieeinsparverordnung, die noch 100 Kilowattstunden äh, Primärenergiebedarf erlaubte, hat unser Haus bereits 60 Kilowattstunden eingespart und durch die Photovoltaikanlage landen wir dann letztendlich bei Null. Das heißt, wir haben 100 Kilowattstunden gegenüber dem energetisch vorgeschriebenen Span Standard Erz Einsparung erzielt. Mit welchen Energieträgern und Technologien sollten die Gebäude beheizt werden? Das ist die dritte Säule der Dekarbonisierung. Und hier sehen wir einmal die, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte sowie am Endenergieverbrauch im Verkehrssektor. Und letztendlich ist zu erkennen, dass nur in dem Stromsektor in den letzten Jahren Erfolge erzielt wurden, Bei dem, im Gebäudesektor, im Wärmesektor und aber auch im Verkehrssektor. Da gibt es eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten mehr oder weniger eine Stagnation. Und da sind wir weit davon entfernt, die Wärmewende oder gar die Verkehrswende zu erreichen. Worauf muss es dann hinauslaufen? Auf letztendlich natürlich erneuerbare Energien. Und hier sehen wir einmal verschiedene Klimaschutzszenarien und deren Sichtweise auf den Endenergiebedarf für Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden. Also, einerseits die Statistik hier im Jahr 2019, wo 740 Milliarden Kilowattstunden. Energie verbraucht wurden im Gebäudesektor und davon sind fast 80 Prozent fossilen Ursprungs, das heißt also Verbrennung von Öl und Gas. Diese fossilen Anteile müssen bereits im Jahr 2030 deutlich heruntergehen. Das sagen die verschiedenen Studien, die hier gezeigt sind. Und im Zieljahr 2045 und 2050 muss dann der Anteil fossiler Energien auf Null runtergehen und letztendlich das Arbeitspferd der Wärmeversorgung wird dann die Wärmepumpe sein, die einerseits ihre Wärme aus dem Strom und andererseits aus Umgebungswärme und Abwärme gewinnt. Des Weiteren können Wärmenetze, Fernwärme und Nahwärme eine bedeutende Rolle spielen und zu gewissen Anteilen kann der Energiebedarf über Solarthermie und auch Biomasse gedeckt werden. Was jedoch auch zu sehen ist in den Zielszenarien, dass Wasserstoff in der Regel keine Rolle spielt und das hat auch sehr gute Gründe. Wasserstoff ist ein wichtiger Energieträger für die Bewältigung der Energiewende. Allerdings äh, ist der Einsatz eher begrenzt auf den Industriesektor vorrangig zur Erzielung von hohen Prozesstemperaturen für den äh, Chemiesektor als Grundstoff und auch noch für den Verkehrssektor, für Flugverkehr, Schiffsverkehr oder Schwerlastverkehr. Warum Wasserstoff im Gebäudebereich zur Wärmebereitstellung von Wärme kein sinnvoller Energieträger ist, das zeigt die nächste Grafik. Das ist ein Effizienzvergleich von Gebäudestandards und Heizsystemen, wo geschaut wird, wie die Versorgung von angenommen 19.000 Wohneinheiten a 100 Quadratmeter mit Heizstrom realisiert werden kann. Die Grafik liest sich von unten nach oben. Wir haben also hier die unterschiedlichen Energiestandards vom Passivhaus über das Nearly Zero Energy Building mit angenommen 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Der nf standard Energieeinsparverordnung bis 2008 war die gültig von 80 Kilowattstunden und der teilsanierte Altbau angenommen mit 160 Kilowattstunden. Und wenn wir jetzt mal das Passivhaus nehmen äh, mit 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, dann... Sind das bei 100 Quadratmeter Wohnfläche eine Nutzenergiebedarf von 1500 Kilowattstunden? Dann kommt die Heizungseffizienz ins Spiel, in diesem Fall die Wärmepumpe, die einen Effizienzfaktor von 3,8 oder 380 Prozent hat. Und damit ist es möglich, mit 400 Kilowattstunden Strom dieses gesamte Passivhaus äh, jahresbilanziell zu beheizen. Wenn wir jetzt in Richtung etwas schlechterer Energiestandard der Gebäude gehen, dann nimmt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe etwas ab von 3,8 auf 3,3 beim Inf-Haus und auf 2,85 beim Altbau, sodass entsprechend die Stromanteile ähm, auch steigen. Wir steigen also hier vom 400 Kilowattstunden schon auf 1000 beim Nearly Zero Energy Building, 2400 beim Inf-Standard und 5600 beim Altbau. Und das jetzt umgerechnet mal 19.000 Wohneinheiten. Dann kommen wir auf den Energieertrag, den eine einzelne Windkraftanlage jetzt hier im Fall des Passivhauses äh, bereitstellen kann für 19.000 Wohneinheiten. Und bei den Nearly Zero Energy Buildings sind es schon drei Windkraftanlagen, die dafür erforderlich sind, beim NF-Standard 6 und beim Altbau-Standard 14. Wenn wir jetzt die Wärmepumpe verlassen und zur Nachtspeicherheizung übergehen, die hat einen etwa drei bis viermal schlechteren Wirkungsgrad und das heißt, wir brauchen dann den Faktor entsprechend auch an Windkraftanlagen, um die gleiche Anzahl von 19.000 Wohneinheiten zu versorgen. Das sind in diesem Fall schon 42 Windkraftanlagen. Und so richtig schlecht sieht es aus, wenn wir auf Verbrennung von Gasen gehen, eben ein Wasserstoff-Gaskessel. Der Wasserstoff würde damit erneuerbarem Strom hergestellt und die Wirkungsgradverluste sind Dermaßen hoch, dass wir hier im Vergleich zum Passivhaus äh, im Altbau zumindest dann den 64-fachen Bedarf haben. Und noch schlechter sieht es aus beim synthetischen Methan, äh, das also quasi die gleiche Konsistenz wie Erdgas hat und somit auch ins Erdgasnetz geschickt werden könnte, ohne dass man auf Wasserstoffleitungen umrüsten müsste. Das wird aber doch noch durch noch höhere Effizienzverluste eingekauft. Und das heißt, hier bräuchten wir im Vergleich zum Passivhaus mit einer Wärmepumpe den 80-fachen Primärenergiebedarf. Das zeigt also, dass es durchaus relevant ist, einerseits die Gebäudeeffizienz dahin bringen gehen zu äh, verbessern, dass wir in die Richtung Passivhaus, Nearly Zero Energy Building oder mindestens zum äh, zumindest in der Standard 2007 kommen. Das entspricht der Energieeffizienzklasse A plus A oder B. Und als vorrangige Technologie sollte die wärmepumpe eingesetzt werden. wenn wir wirklich auf erdgas, auf erdgassubstitut, auf wasserstoff setzen, dann würde das bedeuten, dass wir etwa die sechsfache menge bezogen auf den gleichen energiestandard altbau an infrastruktur wie windkraftanlagen brauchen, um die mit wärme zu versorgen. das war jetzt die sanierungstiefe, also wie gut muss man sanieren, und bei der sanierungsrate, ist hier einmal dargestellt, wie wir in der Vergangenheit lagen. Da waren wir etwa bei 1% energetischer Sanierungsrate pro Jahr. Und dann wird natürlich klar, wenn man jetzt 60, 70% des Bestandes nochmal energetisch sanieren muss, bevor der Bestand klimaneutral wird, würden wir 60 oder 70 Jahre dafür brauchen. Diese Zeit haben wir nicht. Das heißt, die energetische Sanierungsrate muss deutlich beschleunigt werden, muss in Richtung 2% besser eigentlich drei Prozent pro Jahr ansteigen. Die Studien, die, Klimaschutz, ähm, die die Klimaschutzziele erreichen, die gehen auch eben von diesem Anstieg auf etwa zwei Prozent aus. Und wir halten das natürlich für eine große Herausforderung. Einerseits, andererseits gibt es Ideen, wie man da hinkommen kann. Und eine solche Idee ist zum Beispiel die Etablierung von One-Stop-Shops, wo also auf kommunaler Ebene, auf lokaler Ebene, ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, sodass nicht jeder Häuslebauer das Rad neu erfinden muss, sondern dass dann für viele Leute äh, jemand da ist, der von Anfang an, von Beratung über Planung bis Ausschreibung und so weiter, dann äh, Hilfe leisten kann. Andere Ideen sind die des seriellen Sanierens, wo also Häuserfassaden von gleichförmigen Gebäuden äh, digital vermessen werden und äh, industriell vorgefertigt werden und dann ausgetauscht werden können und diese Fassaden können dann verschiedene Funktionen beinhalten, wie Beispiel Wärme, beispielsweise Wärmedämmung oder Photovoltaikelemente oder Lüftungselemente. Dadurch kann die Geschwindigkeit und die Kosten äh, die Geschwindigkeit erhöht und die Kosten reduziert werden. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist eine verbindliche Einführung individueller Sanierungsfahrpläne. Das heißt für die einzelnen Häuser, die noch einmal energetisch angefasst werden müssen und das ist eben Etwa zwei Drittel der Häuser muss klar sein, zu welchem Zeitpunkt welche Maßnahme dort vorgenommen werden muss. Und das kann eben so ein individueller Sanierungsfahrplan leisten, wo dann drin steht, dass beispielsweise in zehn Jahren, wenn das Dach äh, ohnehin neu gemacht werden muss, dass man dann auch da eine Dachdämmung vorsieht. Oder in fünf Jahren, wenn die Heizung ausgetauscht werden muss, dass man dann eben den Umstieg auf Fernwärme vornimmt oder eine, eine Wärmepumpe einbaut. Das verhindert, dass man solche Zeitfenster äh, verpasst. Man kennt das alle, die Heizung geht kaputt, gerne dann mal Weihnachten und dann ruft man schnell den Handwerker an, den Notdienst und der baut einem dann im Idealfall noch schnell eine Heizung ein, dann hat man wieder eine, aber dann ist der Login für die nächsten 20, 30 Jahre festgelegt. Das haben wir uns in der Studie uns angeschaut. Wir haben also ein sechs Punkte-Sofortprogramm für die Wärmewende entwickelt, die aus der Kombination aus Fördern und Fordern besteht. Und die drei Bereiche sind hier dargestellt. Einerseits der Ausstieg aus Öl und Gas, zweitens die energetische Sanierung und drittens die erneuerbaren Wärmenetze. Und das ist jeweils dann in den Bereichen Fordern und Fördern aufgeschlüsselt. Also Ausstiegsgesetz heißt dass äh, da eine Verpflichtung kommt, aus den fossilen Heizungen rauszugehen, gleichzeitig die aber flankiert wird mit einem Förderprogramm, sodass dieser Hausstieg auch möglich wird. Das Gleiche bei der energetischen Sanierung, eine Verpflichtung zur energetischen Sanierung für besonders ineffiziente Gebäude und auf der anderen Seite das aber gefördert zur energetischen Sanierung. Und der dritt, die dritte Säule, die erneuerbaren Wärmenetze, wo also die Anteile erneuerbarer Energien sukzessive raufgefahren werden und auch diese neuen Wärmenetze dann gefördert werden. Wenn wir uns anschauen, an welcher Stelle wir stehen jetzt bei der Wärmewende, dann wird klar, dass der Handlungsdruck wirklich groß ist. Diese Grafik zeigt einmal die Absatzzahlen von Wärmeerzeugern aus dem Jahr 1999. Und wir sehen, dass also 77 Prozent der Heizungen, die damals ausgetauscht wurden, gegen fossile Heizungen ausgetauscht wurden, also Öl- und Gasheizungen. Und rund 20 Jahre später sieht das Bild quasi genauso aus. Das heißt, auch hier wurden 78 Prozent der neu installierten Heizungen fossil installiert, also Gas- und Ölheizungen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen Umschwung und das gebäude was jetzt in Kraft getreten ist, das bringt diesen Umschwung oder sollte ihn bringen. Und hier sehen wir aber, was da gegen dieses Gesetz tatsächlich was aus unserer Sicht absolut erforderlich ist, gehetzt wurde. Und da wurde dann von einem Heizhammer gesprochen, von einem Heizungsverbotgesetz, einer Atombombe für unser Land. Diese Art Desinformation hat leider auch äh, schon, äh, ist leider schon mal passiert. Beispielsweise vor zehn Jahren ist eine ähnliche Kampagne gegen die energetische Dämmung geführt worden. Hier sehen wir das Titelspiegelbild von 2014. Das Gleiche jetzt noch mal lanciert, auch durch die Bildzeitung beispielsweise, wo dann solche, äh, wo solche Zitate herauskommen, Habeck will Energiestasi einsetzen. Das kam dann leider zum Teil auch aus der bürgerlichen Mitte, solche Zitate. Und äh, ein anderes Beispiel ist hier die Atombombe für unser Land. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann die Wähler und Wählerinnen dann auch gleich das Original wählen, von dem solche Zitate auch stammen dann. Ähm, man muss auch leider sagen, dass die Gebäudeeffizienzrichtlinie zum Klimaschutz ähm, auch hier äh, nicht das geleistet hat, was sie hätte leisten können, eben eine Sanierungspflicht für die besonders schlechten, energetisch schlecht sanierten Gebäude. Ähm, das wurde dann kommentiert mit Zitaten wie Omas Häuschen ist sicher. Und aus unserer Sicht ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist wirklich die Politik, die uns in diese Schwierigkeit gefahren hat. Und wir haben jetzt in der Energiekrise gesehen, wie teuer dann eben solche Häuser zu beheizen sind. Das ist dann letztendlich nur noch mit staatlichen und klimaschädlichen Subventionen zu leisten, anstelle das Geld in die Hand zu nehmen und diese Häuser zukunftsfest zu machen. Ich würde es daher eher mit einem Zitat von dem Ex-Präsidenten Walter Scheel. Sagen, er sagte einmal, es macht nicht den verantwortungsbewussten Politiker aus, Meinungsforschung zu, zu betreiben, um zu wissen, was populär ist, was ankommt und dann das Populäre zu vertreten. Die Aufgabe des Politikers ist vielmehr, das Richtige zu tun und es dann populär zu machen. Wenn wir mal einen Blick über Deutschland hinaus werfen und uns den skandinavischen Weg anschauen, da sehen wir, dass da viele Dinge. Die jetzt das Gebäudeenergiegesetz jetzt erst angeht, schon in der Vergangenheit gemacht wurden. Wir sehen hier eine Grafik mit dem Wärmepumpenabsatz pro 1000 Haushalte im europäischen Vergleich. Und wir sehen, dass da mit Deutschland mit 4,3 Wärmepumpen bezogen auf 1000 Haushalte beim Heizungsaustausch weit abgeschlagen liegt. Im Vergleich die skandinavischen Länder und das Baltikum äh, etwa den sechs- bis zwölffachen Austausch an äh, Wärmepumpen oder Einsatz von Wärmepumpen beim Austausch von Heizungen. Was haben die Skandinavier und speziell die Dänen äh, richtig gemacht in der Vergangenheit? Die haben kommunale Wärmepläne bereits seit den 1980er Jahren etabliert. Also Anlass war da tatsächlich die Ölkrise in den 70er Jahren. Und man hat auch schon seit über 40 Jahren eine CO2-Steuer eingeführt auf fossile Brennstoffe. Wichtiger, weiterer wichtiger Punkt: Man hat äh, konsequent das Auslaufen von äh, erstens ungekoppelter Energieerzeugung vorangetrieben, also in Richtung Kraft-Wärme-Kopplung. Dann hat man die Kohlekraftwerke in Richtung Gaskraftwerke ersetzt und als letztes, im letzten Schritt, werden jetzt Gaskraftwerke durch erneuerbare Energien ersetzt. Das bezeichnet man als Exnovation, das ist also das Gegenstück zur Innovation beispielsweise. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben diesen. Äh, Auslauf von fossilen Technologien auch forciert. Das haben die Dänen getan in Form eines Neuanbauverbotes für fossile Heizungen im Neubau seit 2013 und im Bestand seit 2016 in Gebieten mit der Möglichkeit zum Wärmenetzaustausch. Ähm, hier sind dann hohe Anteile von Wärmepumpen und Wärmenetzen äh, realisiert worden und das sowohl in städtischen Regionen als auch auf dem Land. Und Dänemark ist letztendlich auch Vorreiter für Freiflächen-Solarthermieanlagen, für Großwärmepumpen und Saisonalspeicher und aber auch Vorreiter für eine sozial gestaltete Energietransformation. 85 Prozent der Wärmenetze in Dänemark werden beispielsweise genossenschaftlich betrieben. Dort gibt es eine transparente Preisgestaltung. Und anders als in Deutschland wurde die, die Wärmewende über Jahrzehnte von allen politischen Parteien äh, mitgetragen. Hier noch ein kurzer Blick auf unser eigenes Haus, ein rein Mittelhaus, was mit einer zentralen Wärmepumpe versorgt wird über vier Erdsonden, die die Wärme aus dem Boden holen und mit einem kleinen Nahwärmenetz, das durch die Keller der Nachbargebäude geführt wird, versorgt wird. Das Ganze dann noch mit einer ähm, Kellerwärmepumpe, Luftwärmepumpe, die Warmwasser erzeugt bei den Nachbarn und wir haben noch zusätzlich eine Abluftwärmepumpe daraus gemacht. Und außerdem noch eine kleine Solarthermieanlage und eine Photovoltaikanlage. Und das Ganze realisiert dann hier bilanziell der Jahresstromverbrauch ähm, der, oder der Primärenergiebedarf, gestapelt von Heizenergie und Haushaltsstrom. Hier links dann für den Altbau unsaniert mit etwa 34.000 Kilowattstunden Primärenergie. Im Vergleich dazu der Neubau, der damals vorgeschrieben war, da kommt man dann auf eine Einsparung von immerhin 50 Prozent fast. Und unser Haus hat gegenüber dem Altbau 83 Prozent eingespart und gegenüber dem energetischen Standard, der damals vorgeschrieben war, noch fast 70 Prozent. Durch unsere Photovoltaikanlage hier in Grün können wir nochmal den verbleibenden Endenergiebedarf oder Primärenergiebedarf mehr als kompensieren. Das ist natürlich auch finanziell interessant. Wir haben also jetzt Heizkosten im Monat von etwa 30 Euro für den Heizstrom. Was ist also die Zutatenliste für ein energieeffizientes Haus? Wieder die Kombination aus Effizienz, Erneuerbaren und Suffizienz. Also hier einerseits die Dachausrüstung nach Süden, große Fensterflächen nach Süden, gute Dämmung, Dreifachverglasung, wärmebrückenfrei und luftdichte Konstruktion. Dann die Lüftungsanlage, ähm, ideal, idealerweise mit Wärmerückgewinnung. Eine energieeffiziente Heizung mit erneuerbaren Energien, effiziente und erneuerbare Warmwasserbereitung. Eine Photovoltaikanlage, hocheffiziente Heizungspumpen, effiziente elektrische Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Vermeidung von Standby und eben der Gedanke der Suffizienz. Es ist natürlich auch klar, dass nicht alle dieser genannten Optionen im Bestand realisierbar sind. Beispielsweise werden sie kaum das, das Gebäude drehen können, um die perfekte Ausrichtung zu erhalten. Auch eine wärmebrückenfreie Konstruktion ist schwierig im Nachgang zu realisieren. Aber es gibt durchaus Dinge, die gemacht werden können, angefangen vom Austausch der Fenster oder Vergrößerung der Fensterflächen, gute Dämmung, Dreifachverglasung kostet kaum mehr gegenüber Zweifachverglasung heute. Lüftungsanlagen lassen sich nachrüsten und Heizungen auf erneuerbare Energien umstellen. Photovoltaik lässt sich ähm, bauen, einbauen, wenn man ein eigenes Dach hat oder auf dem Balkon auch. Und viele Dinge, das ist hier in Grün, lassen sich sehr einfach nachrüsten, beispielsweise Wasserspararmaturen äh, oder eben Balkonkraftwerke, Hocheffizienzpumpen und der, die Auswahl elektrischer Haushaltsgeräte. Kommen wir zu den letzten beiden Folien. Das ist einerseits diese, dieses Politikpaket, was wir geschnürt haben am Bumpertal-Institut, wo also jetzt nochmal diese drei äh, Säulen der Energieeffizienz einerseits oder der Suffizienz, der Energieeffizienz und der erneuerbaren Wärme adressiert werden und dann auf verschiedenen Ebenen diese Politikinstrumente wirken. Also ich greife hier nun mal raus den Stufenplan für Sanierungsrate und Sanierungstiefe, der Ausstieg aus Öl und Gas oder eben die lokalen One-Stop-Shops und das, und das Quartiersmanagement vor Ort und als drittes Beispiel die individuellen Sanierungsfahrpläne für Gebäude die äh, noch nicht gut an saniert sind. Das Fazit also mit der GEG-Novelle 2024, also Gebäudeenergiegesetz, wird erstmalig nun ein an Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien bei Neuinstallationen von Heizungen vorgeschrieben. Und in Kombination mit dem Wärmeplanungsgesetz, was ebenfalls 2024 in Kraft tritt, gibt es eine verbindliche Wärmeplanung auf kommunaler Ebene, die bis Juni 26 oder 28 realisiert sein muss. Das heißt, hier wird erstmalig in Deutschland tatsächlich die Wärmewende ernsthaft eingeläutet. Allerdings gibt es weitreichende Ausnahmen und Fristen, die also schnelle Erfolge verhindern werden und auch zu schwache Signale in Richtung Gebäudeenergieeffizienz zu verbessern. Dennoch bleibt das Fazit, Wärmewende jetzt anpacken besser spät als nie und damit möchte ich Sie noch hinweisen auf die Möglichkeiten, die ich in, dieser, in diesem Klimaschutz-Linkliste zusammengestellt habe. Hier sind für die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität, Kapital, Fördern und Informationen verschiedene Tipps gegeben, die verlinkt sind. Da finden Sie reichhaltige Informationen. Das kann ich Ihnen ans Herz legen. Die finden Sie zum Download auf unserer Wuppertal-Seite. Und damit stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.